Freunde, es ist endlich soweit. Wir starten zusammen die Hardcore-Killer-Challenge und eins kann ich jetzt sagen, das Ganze wird definitiv nicht einfach werden. Wir starten in Asche 4 und versuchen schillernd 1 zu kommen. Jeder Rang hat seine eigenen Regeln, die jeweils schwerer werden. Und die wichtigste Regel zuerst, wir sluggen nicht für einen 4K. Survivor werden instant aufgehoben und wir versuchen so fair wie möglich zu spielen. Das Ganze müssen wir natürlich bis zum nächsten Rank-Reset schaffen. Lass uns aber noch kurz die verschiedenen Regeln der Ränge anschauen, damit ihr einen kleinen Überblick habt. Asche bis Bronze. Hier verwenden wir nur 2 Addons und jeweils nur braune und gelbe Addons. Wir werden nur 3 Perks verwenden und das werden die Adapt-Perks der jeweiligen Killer sein. Die Opfergabe, die wir mitnehmen, ist die Blaupause mit Notizen, damit die Hedge auch an der Shack spawnt. Bronze bis Silber. Ab hier gibt es keine Addons mehr für uns, nur noch die 3 Adapt-Perks und die Blaupause mit Notizen. Silber bis Gold. Keine Addons mehr, keine Perks mehr, nur noch die Blaupause mit Notizen. Gold bis Schillernd. Keine Addons zu uns, keine Perks und keine Opfergaben mehr. Und kommen wir nun zur Königsklasse. Schillernd 4 bis Schillernd 1. Hier haben wir keine Addons, keine Perks und keine Opfergabe. Und wir haben einen 10 Sekunden AFK-Timer beim Starten der Runde. Ich bin selber gespannt, wie schwer das Ganze wird und wer von den 37 Killern am Ende noch übrig bleiben wird. Wenn ihr das Ganze live sehen wollt, schaut doch gerne auf Twitch vorbei. Wir streamen dort jeden Dienstag und Samstag ab 19 Uhr. Und vergesst natürlich nicht, den Discord zu joinen, um keine Benachrichtigungen mehr zu verpassen. Und jetzt auf ins Video. Viel Spaß mit der Hardcore-Killer-Challenge. Das wird hart. Die Map ist riesig. Das ist nicht so geil. Na, ich will nicht zuschlagen wegen der Dings. Wegen dem Offering. Gut, das hat gut funktioniert. Das war der erste gute Hit. Wir brauchen aber einen schnellen Down. Wir brauchen einen schnellen Down. Und die Nia ist unser erster schneller Down. Sauber. Sehr gut. Master meint es okay. Ich kann ihn halt einfach nicht. Es ist halt. Du musst ihn halt können. Weil ich finde halt. Die ganzen Texte und sowas, die er macht und sowas, ist halt schon krass. Weil ich glaube, hier oben ist auf jeden Fall die Yui jetzt wieder mit dran. Ja, wusste ich doch. Einmal. Ich kick jetzt den Gen absichtlich nicht, damit wir den Down bekommen. Weil der Down ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn wir direkt hinterher gehen. Okay, haben wir. Easy. Es wird viel Salzgehalt dabei sein. Okay. Das ist auf jeden Fall etwas. Also für die Nia ist es jetzt nicht so geil, ne? Gehen wir kurz auf links. Ja. Ah, die deadhardet natürlich rein, ne? Krass, shit. Die hält mich halt viel zu lange auf. Das heißt ja nicht, dass wir kein Comeback starten können. Okay, super. Das heißt ja nicht, dass wir kein Comeback hinlegen können. Wie gesagt, die Nia ist halt sehr, sehr stressig, weil die halt sehr, sehr drauf aus ist, dass man sich auf sie konzentriert. Wir haben halt auch wirklich viele, die halt nicht unbedingt Prestige 100 sind, die einfach wirklich gut spielen können. Das ist halt, das hat nichts mit Prestige zu tun, wie gut jemand ist. Oh. Ich will wenigstens einen Pip rausholen. Ich glaube, das ist halt nochmal sehr wichtig. Die Claudette zieht halt einfach durch, ne? Oh ne, doch nicht, lol. Ich dachte, die zieht durch. Komm schon. Und raus. Naja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich werde so spielen, wie ich halt die Killer für mich gut finde. Provokativ sind sie ja noch, ne? Ja, provokativ ist er noch. Das ist okay. Ja, die machen das Tor erstmal jetzt auf. Okay, der erste Versuch ist auf jeden Fall nicht so gut gewesen jetzt. Aber ist auch nicht so dramatisch, wie gesagt. Ritter ist meiner Meinung nach eh nicht so geil. Er kann sehr stark sein, aber dafür muss man ihn halt auch einfach besser können. Ich hasse mein Leben gerade. RPD-Abzeichen. So, jetzt ist aber die Frage, wo spawnt die Hedge dort? Okay, wir haben hier 2. Okay, das war, glaube ich, ein schlauer Move, den ich da gerade gemacht habe. Sie geht natürlich hoch links rum, wahrscheinlich. Ja. Oder? Ne, wo ist sie hin? Oh! Das Boon muss unbedingt weg. Das ist ganz wichtig, dass es weg ist. Es ist aber gut zu wissen, dass sie einen Boon haben.
Ich glaube, die sind halt auch schon wieder ein bisschen besser, ne? Okay, gut, so schlau ist sie jetzt dann auch wieder nicht. Okay, wir haben unseren ersten Down. Easy. Kappa, würde ich sagen. Okay, wir haben einen Gen verloren, das ist okay. Traumschlinge direkt vor ihr platzieren. Okay, zweiter. Okay, zweiter Hook ist auch stark. Das ist sehr, sehr gut, dass sie jetzt da ist. Okay, let's go. Wir brauchen die Mikaela. Mach mal so. Du kriegst auch noch eine mit. Wenn du dich so anbietest, machen wir das so. Das tut mir leid, aber wenn es dich anbietet, dann her so. Geh weg da. Kein Slugging, hat man gesagt. Wir machen kein Slugging. Alles andere ist in Ordnung. Für... Oh, das war stark von mir. Sehr gut. Der Hit war gut. Die macht jetzt hier den Pallet Drop. Nee, doch nicht. Okay, das war jetzt so schlau auch nicht. Wo ist die hingeflogen, Alter? Ach da. Okay, kein Pallet Drop. Wir haben dreimal Vergissmein nicht. Das ist sehr, sehr stark. Das Einzige, was die Mikaela möchte, ist die Aufmerksamkeit von mir. Die werden wir jetzt auch mal kurz schenken. Einmal umfallen, bitte. Okay. Ich glaube, Freddy war eine gute Entscheidung an sich, gerade jetzt für die Challenge. Okay, cool. Okay, da haben wir einmal die... Okay, dich will ich haben. Easy peasy. So, das ist jetzt ihr zweiter Hook, ne? Geh weg da. Hallo, heb die mal auf. Versucht sie gerade wirklich, mich zu flashen von da oben? Hinter it. Okay, wir haben unseren ersten Kill. Der erste Kill ist sehr stark. Super. Machen wir hier einmal drumrum. Zack, zack. So, second kill. Easy peasy, Element Squeezy. Ich hoffe einfach nur, dass diese Hatch nicht so, so scheiße spawnt, dass wir die halt auch bekommen. Das ist stark. Also, pass auf, wir kicken den Gen und gehen dahinter an den anderen. Oh ne, unten rechts. Okay, nächster Gen ist fertig. Das ist okay, damit können wir leben. Wo ist die hingelaufen? Okay. Das Ding ist halt, wir brauchen die Mikaela jetzt. Okay, wait. Haha. Hätte schon mal gefunden, jetzt ist es nur noch Mika, die wir finden müssen. Okay, okay. Freddy holt uns unseren ersten Sieg. Sauber. Geil. Sehr, sehr stark. Und ja, Dankeschön, Freddy, für den ersten Sieg. Saubere Sache. Sehr, sehr geil. Der Albtraum holt die First Round. Geil. Ja, wir haben zwar nicht so viel bekommen dafür, aber wir haben auf jeden Fall zwei Pips bekommen. Sehr geil. Warum Indoor-Maps die ganze Zeit? Das ist jetzt schon unsere zweite Indoor-Map. Oh, 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 wir haben hier gleich drei, okay. Das war halt... Pass auf, ich weiß genau, was der vorhat. Der wird nervig, das sage ich euch jetzt schon. Wir brauchen den ersten Down, wir brauchen den ersten Down und bekommen wir auch hier, okay, okay. Vergiss mein nicht ist auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht, was macht das überhaupt, vergiss mein nicht. So gut wie möglich Dings bekommen. Ach, war ja klar, es war einfach klar. Ich wusste es, dass sie das machen wird, ich wusste es einfach. Es ist egal, wenn er meint, dass er sich dazwischen schmeißen muss, dann soll er sich das gönnen. Das kann da wohl nicht wahr sein, oder? Dass ich das jetzt nicht getroffen habe, ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, du fällst jetzt auch um, meine Süße. Komm her, wo bist du hingeflogen? What the fuck? Wie ist die da runtergekommen? Lass mal dann aber mal hierher. Ach, vergiss mal nicht, einheizen meine ich doch. Mach. Lauf ruhig da durch. Okay, den Jeff haben wir dann auch. Das Ding ist halt, ein bisschen mit ein paar Mindgames spielen und sowas, ich glaube, das macht am meisten Sinn, dass wir die mitnehmen. Einmal hinhängen, bitte. In dem Spiel hast du Crossplay. Als PC-Spieler kannst du das halt nicht mal mehr ausstellen. Das ist eine Yui hier, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre.
Okay, die versuchen sich ja gegenseitig zu schützen, was schon sehr, sehr stark ist. Und einmal mitnehmen. So, pass auf, wir kicken den Gen, damit wir keinen Gen verlieren weiter. Okay, du fällst jetzt erstmal um. Paletten weg, das ist wichtig. Wir haben aber gerade mal 4 Hooks und das ist sehr, sehr wenig. Wie komme ich denn auf Ace? Ah, wir spielen also mit Off the Record oder was? Okay, den Schlag nehmen wir locker mit. Aber ich weiß auch nicht, ich finde jetzt auch nicht, dass es irgendwie einen Vorteil gibt als Dings, als Killer oder Survivor. Ja, dann mach mal, Kate. Du bist halt wieder so eine, die halt einfach nur die Paletten mitnehmen will, ne? Ist halt geil, du weißt halt genau, wo sie sind dadurch, ne? Okay, wir haben aber genügend Hooks eigentlich, um sagen zu können, das ist okay. Aber was ist denn mit deiner Taschenlampe eigentlich? Ja, kannst du vergessen, Bro. Was dein Plan ist, weiß ich halt immer noch nicht. Wir haben einen Gen jetzt gerade noch verloren, das ist aber okay. Und wir wissen aber, dass die Yui gleich down ist, wenn sie weiter damit macht, ne? Das ist halt das. Na komm. Ja, war jetzt nicht die schlauste Aktion, wa? War jetzt nicht so schlau. Das Ding ist, wir werden jetzt dadurch noch einen Gen verlieren, Safe Call. Obwohl, wartet mal, wir gehen direkt hier hoch, das sollte eigentlich passen. Oh, das ist... Oh mein Gott, das war fucking gut. Das hat uns gerade einfach nochmal die Runde gerettet. Hoffentlich. Er ist raus. Er ist einfach raus. Das war die Kate, ist okay. Die Kate holen wir uns jetzt. Unwahrscheinlich. Ist unwahrscheinlich. Außer ihr sucht zur gleichen Zeit mit mir, aber ich weiß halt nicht, in welcher Elo ihr spielt. Das ist halt das. Ist ja auch nochmal Elo-abhängig. Oder war das Jeff, der noch nicht zweimal gegangen hat? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Okay, aber er fällt jetzt um, weil das kriegt er so oder so nicht hin. Nee, warte mal, die sind alle Deadhook. Die sind alle auf dem Deadhook. Yui. Ma, die wissen aber halt auch ganz genau, wann die Paletten droppen müssen, gell? Okay, nicht schlau, Süßer. Wir gehen durch das Fenster durch, das ist relativ, ist nicht schlimm. Okay, pass auf, wir tun jetzt aber keinen Fehler machen. Wir bringen sie nach unten. Ist da unten den Hook? Nee, natürlich nicht, fuck. Zumindest ist er zu weit weg und außerdem hat die Wildpferd. Die hat aber flink dabei, oder? Okay. Okay, super. Also Freddy rettet uns gerade etwas den Abend, würde ich sagen. Der rettet uns etwas den Abend, der Gute. Ho, 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 ho. Geil. Super. Hier drinne? Das ist die Killer-Shack? Also mittlerweile sogar eine meiner Lieblingsmaps mit, ne? Weil die wirklich sehr, sehr cool ist. Ne? Okay, hi Sable. Hallo Sable. Komm mal her, meine kleine Gothic Queen. Der schneidet mal den Weg ab. Kein Deadheart? Okay, gut. Ja, ja, aber falls jetzt jemand neu ist oder sowas und jetzt nicht genau weiß, was abgeht. Okay, wir haben den ersten Down und den ersten Hook. Dahin. Okay, wir kicken den Gen. Wir haben ja noch keinen verloren, das passt also. Okay, okay, das war ein Easy Hook. Ich weiß jetzt auch nicht, warum man da unbedingt sitzen bleibt. Warum bleibt man da sitzen? Das war ja gar nicht sinnvoll, oder? Meiner Meinung nach. Was, denkst du wirklich, dass wir so doof sind? Nur mal deine Palette. What? Ich finde, Freddy ist so gestört, ne? Freddy ist einfach krank, was die Hits angeht. Freddy ist einfach hittechnisch echt unnormal. Oh nein, ich bin hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben!
Ja, damit hast du nicht gerechnet. Sehr schön. Ja, du solltest vielleicht doch weggehen, oder? Ist vielleicht ein bisschen sinnvoller. Der geben wir einen Hit. Wir haben einen Gen verloren, drei Hit und drei wunderschöne. Wo ist die? Also. What the hell? Geh doch einfach von dem Generator weg, Mann. Du weißt doch, dass ich da wieder hingelatscht komme. Macht doch gar keinen Sinn, Bro. Bin ich da trotzdem noch hin? Oh, yo, ich kann trotzdem noch porten. Oh, die schreit auch nicht. Was ist denn da los? Wir haben heute gar keine Schreihälse dabei. Schöner Versuch, aber... Nein. An der Kante. Save, das war jetzt aber nicht die schlauste Aktion, da runter zu gehen. Hier kommst du nämlich nicht wieder so schnell raus aus dem Loch. Okay, die haben einen Boon dabei? What the fuck? Wir hängen die aber hinten hin, macht nämlich den meisten Sinn. Was ist los? What the fuck? Ja, das war natürlich... Ich lieb's einfach, wenn die Paletten schmeißen wie die Bekloppten, obwohl gar keine Paletten sinnvoll wären. Gerade das sind Paletten, die du als Killer so oder so umläufst, die Generatoren zurückzusetzen, damit wir nicht so viel zu tun haben dann am Ende. Ach ne, es ist diesmal dieselbe. Es ist diesmal dieselbe. Wartet mal, wir machen das jetzt mal so. Was dafür, lassen sie jetzt nochmal durchrennen? Schatzi, du wirst halt langsamer, gell? Nur mal so, am Rand. Ah, okay, hier war das Boon. Schon überlegt, wo das sein könnte. Ich finde das halt so krass, wie weit der schlagen kann, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ihr Plan dabei war, aber okay. Wir haben genügend Hooks auf jeden Fall. Es ist Freddy carried hier richtig raus. Ich wollte eigentlich einen Double Back machen, aber... Na, es hat auch nicht funktioniert, ha? Ich finde auf jeden Fall ihre Versuche mit der Flashnet total süß. Ich mag's irgendwie. Ja, sag ich ja. Der Alan, ich weiß halt einfach nicht, was denn seine Mission gerade ist. Nein! Oh mein Gott, Alter, wie kann man so dämlich sein? Das war mir klar. Macht man nicht. Wenn du die Palette mitnimmst, dann renn durch, Bro. Einfach wegrennen. Nicht wieder über die Palette gehen, sondern einfach weiterrennen. Das ist das Sinnvollste, was du in dem Moment einfach machen kannst. Der ist auf Deadhook. Ich glaube, ach nee, die sind alle schon wieder auf Deadhook. Alter Schwede. Okay, pass auf, wir müssen jetzt so spielen, dass wir die dahinter kriegen irgendwie. Da haben wir einfach noch die... Oh mein Gott. Ich weiß halt auch nicht, was der Claudette ihre verdammte Mission ist. Mit ihren Paletten droppen die ganze Zeit. Die versuchen mich so weit wie möglich von dem Ding zu entfernen. So, da ich aber weiß, dass du, glaube ich, die ohne Wildpferd bist, machen wir das ein bisschen anders. Nein, schaffst du nicht. Okay, wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo die Check spawnt, die Hedge spawnt, wenn wir hier auf der Map sind. Okay. Er carried einfach schon die dritte Runde jetzt, ne? Der wird durchs Fenster gehen. Window? Sag ich doch. Nice. Das war schon schlau gespielt. Okay. Kein Dead Heart dabei. Okay, interessant. Okay. Boah, fuck. Ja, ich sag ja, die ist wirklich survivor-stark, die Map. Ja, ja. Das war so schlau von euch, euch da hinzustellen. Okay, wir nehmen die Sheva oder Shiva. Sheva? Heißt die Sheva oder Shiva? Ich weiß halt nicht, wie die heißt, ne? Boah, du Sau.
Du sollst weggehen von dem Fenster. Es macht keinen Sinn für dich, glaub mir. Ja! Wisst ihr, was das Problem ist, was ich gestern mitbekommen habe? Dass die meisten setzen sich ja so an die Palette, dass du rechts von der Palette stehst, ne? Wenn du aber zu weit rechts stehst, was bei ihr gerade der Fall war, bringt es dir nichts. Die Palette geht nicht down. Also du wirfst die Palette nicht um in dem Moment. Pass auf, das macht er jetzt auch. Ja, war klar, war klar. Er läuft nach rechts weg. Verstehe die Logik nicht. Warum läuft er denn nach rechts weg? Oh nein, oh nein. Oh Chris, das war jetzt nicht schlau. Das tut mir leid, aber es war halt einfach nicht schlau, was du da gerade gemacht hast. Ja, ist mir relativ. Wenn du mir reinrennst, hast du Pech. Ja, okay. Guck mal, wie langsam der plötzlich ist. Hinterrad ist so krass. Bei ihm hier merkst du das halt gerade, dass der nicht dazugehört, weil er macht irgendwie so ein bisschen random Shit die ganze Zeit. Okay, da haben wir jemanden. Das ist Ada, wetten? Ja, sag ich ja. Die Ada ist gut, also da kannst du echt nichts sagen, die ist wirklich stark. Ich hab sie halt auf P100. Jetzt spiele ich momentan Heather, beziehungsweise halt Cheryl die ganze Zeit. Der Vorteil ist, wir haben Blutrausch jetzt. Okay, ne, wie gesagt, die Ada ist halt echt die ist wirklich stark. Ist aber auch die einzige von denen, die wirklich stark ist. Okay, das war stark von mir. Das ist okay, damit können wir leben. Ja, die Ada, die wird sehr nervig. Aber wie gesagt, die spielt halt wirklich sehr, sehr stark. Die hat schon was auf dem Kasten. Aber er kann halt nicht so gut loopen, leider. Also die Ada kann das halt wirklich gut. Und die ist halt aber nicht im richtigen Moment da wegen ihrer Flashlight. Und das ist halt ihr Nachteil. So, bei Dwight seht ihr halt einfach, dass er weniger Spielstunden hat, einfach aus dem ganz einfachen Grund. Weil er halt einfach nicht so gute, also er hat nicht so gute Wege, um abzuhauen. Somit haben wir unseren ersten Kill. Also insgesamt spiele ich jetzt 1200. Also ich habe insgesamt 1200 noch was Stunden. Genau aus dem Grund. Oh, das ist mir auch schon passiert als Surf. Oh mein Gott. Das war richtig scheiße für sie jetzt. Das ist richtig scheiße gewesen. Du willst eigentlich über die Palette springen, kannst aber nicht über die Palette springen, weil der Dings zu nah dran ist. Okay, den Hit kriegt sie. Nicht? What? Auch wenn du gut bist, heißt es noch lange nicht, dass ich irgendeine Rücksicht nehme, gell? Ja, das kannst du vergessen. So, und jetzt haben wir den Vorteil, dass Chris nicht so extrem gut spielen kann wie die Ada. Okay, wartet, lass den ein Stück rangehen. Das ist das Sinnvollste, was wir jetzt machen konnten. Das war das Beste, was wir jetzt machen konnten, weil er... Oh, what? Der letzte Hit? Okay, der Hit war böse, aber auch übelst komisch, keine Ahnung. Also da verstehe ich, wenn sie sich jetzt aufregen. Wie gesagt, Ada hat sehr, sehr stark gespielt. Respekt. Midwich! Geil. Einfach meine Lieblingsmap mit momentan. Midwich und let's go. Wollen wir mal gucken, ja, wie es abgeht. Mac? Oh, du bist als erstes dran, Megan. Ja, du bist ja als erstes dran, mein Kleiner. Ja, habe ich ja gesagt. Habe ich ja gesagt. Meine Megan ist als erstes dran. Warte, wir machen aber erstmal was hier. Machen erstmal kurz das Türchen auf. Obwohl, ach nee, wartet mal, hier ist ja direkt noch. Warum mache ich die Tür denn auf? Super. Ah, da.
Das Ding ist, ich habe jetzt nichts dazwischen, wo ich halt sagen kann, so wegen Bots. Ich will jetzt aber auch keine extra Regel aufstellen mitten im Stream schon, weil wir einfach schon sehr weit sind sozusagen. Also Bots zählen wie normale Survivor, würde ich jetzt behaupten, oder? Einfach wie normal. Halleluja, da wehrt sich aber der kleine Leon. Es könnte vielleicht eine easy Runde werden, wenn wir jetzt den, wenn der Jeff jetzt nicht Dings macht. Oh, das war schlau. Oh, Ada ist auch wieder so eine ganz tolle. Oh, Ada. Es dauert immer so lange mit den Kicken bei den Paletten manchmal, das nervt. Okay, gut, die Runde ist auf jeden Fall doch nicht so kurz, wie ich erwartet habe. Was hat sie denn jetzt getan? Was war los? Es ist aber erstmal... Bro. Es ist aber erstmal die Frage, wo ist der Jeff? Hallo Mike. Da hinten hin? Oh ne, doch nicht. Magst du mir vielleicht zeigen, wo der Jeff ist? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Keine Lust mehr, Leon? Das Ding ist halt, ich sehe halt eure Blutspuren. Das macht halt nicht so viel Sinn. What the fuck? Was war das? Habt ihr das gerade gesehen? Was zum Fick? Da ist er doch, endlich. Leon, dich will ich jetzt nicht, Bro. Hä, warum one-shot ich denn jetzt die ganze Zeit? Ist es wegen Vergissmein nicht? Ich meine, sie ist verletzt gewesen, okay? Aber der Jeff war safe-call nicht verletzt. Na, oh, kein Slugging, habe ich gesagt, ne? Kein Slugging. Willst du das wirklich probieren? Ihr seid doch aber nicht gebrochen. Das hat damit nichts zu tun. Hä, mit was hat denn das aber... Warum ist denn das eben mit One-Shot gewesen und sowas? Ich check das gerade echt nicht, ne? Bin gerade ein bisschen überfragt damit. Okay, nächste Runde, die wir gecarried haben. Okay. Oh, wir sind fast Bronze 1, Alter. Bronze 4, meine ich. Und das nur mit Freddy.